Meine Intuition sagt mir, dass Lord Marsh etwas über seine Krankheit verschweigt. Sein Husten sowie sein Fieber und die starken Schmerzmittel bringen mich zu dem Schluss, dass er ernsthaft krank ist. Also Kopfschmerzen hatte ich gestern. Ich weiß nicht, ich schieb's ja immer gerne aufs Wetter. Ich kann aber echt nicht sagen, ob das am Wetter lag gestern. Und das mit deiner Arbeit freut mich wirklich sehr. Wirklich. Da hast du, also ich glaube, da hast du was gefunden, was so echt deine Passion ist, ne? Und sonst aber alles schick bei dir, ja? Sehen wir uns das einmal an. Auswurf. Mit kleinen Blutstropfen. Ich könnte eine Probe davon unter dem Mikroskop untersuchen. Sollten wir vielleicht mal machen. Habe ich hier irgendwo... Fügen wir der Probe mit Chemikalien Farbe hinzu. Okay, mit welchem? Carbolfuxin, Alkoholsäure oder Methylenblau? Dafür brauche ich eine Pipette. Ja, Entschuldigung. Nein, das ist die dritte Chemikalie. Oh. Sehen wir uns nun die gefärbte Probe unter dem Mikroskop an. Zu wenig getrunken. Tatsächlich nicht. Also ich trinke sehr viel. Auch wegen dem Husten. Also am wenig trinken lag es jetzt nicht gestern. Also groove ich mich ein. So ein Zufall, dass gerade an dem Tag das Schild noch im Laden hing. Es freut mich sehr. Wirklich. Bin ja mal gespannt. Vielleicht habe ich ja auch as soon as possible mal Glück. Suchen Sie die Probe. Da. Mykobakterien. Lord Marsh ist ganz offensichtlich ernsthaft krank. Vielleicht habe ich ja as soon as possible auch. Holmes, die Angelegenheit ist sehr ernst. Wie ich bereits befürchtet habe, Lord Marsh leidet an Tuberkulose. Sagen Sie bloß. Ja, das sage ich. Und Holmes, er wird sterben, wenn er nicht so schnell wie möglich in ein Sanatorium geht. Und dennoch setzen Lord Marsh und Dr. Fischer alles daran, diesen Umstand geheim zu halten. Interessant. Aber warum? Ja, warum, Watson? Aber, mein Gott. Glauben Sie etwa, dass er sich die Krankheit bei der Hilfe für die Armen zugezogen hat? Wie schrecklich. Ich muss nun etwas erledigen, was ich nicht aufschieben kann. Seien Sie bitte sehr vorsichtig, während ich weg bin. Diese Krankheit ist extrem ansteckend und bedenken Sie, es sind Frauen im Haus. Vielen Dank, Miss Alice. Bis später. Wir sehen uns später, Caitlin. Wo warst du? Sie hat mir ein Buch gegeben. Sie ist so nett. Ich glaube, sie mag dich. Wohl eher nicht. Wie steht es um deinen Fall? Es geht so. Dracula? Ja. Wusstest du, dass das Buch bei uns im Internat verboten ist? Sieh an. Ich werde allen meinen Freundinnen darüber erzählen. Setz dich doch hin beim Lesen. Was ist denn mit dir? Drück auf jeden Fall die Daumen. Danke. Ja, Zeit wird, sag ich mal, ne? Immer so dieses kurzfristig oder dieses, befristete Gedöns ist halt immer echt kacke. Karte, Einladung, heißt die Grunsten-Eiche. Fingerabdrücke, neue Methoden, Fingerabdrücke, forensische Technik. Aber warum muss ich denn im Archiv gucken? Ach, okay, deswegen. Die Grunsten-Eiche. Die Grunsten-Eiche ist ein seltsamer und geheimnisvoller Baum, der in Epping Forest steht. Der Ursprung des Namens
ist nicht überliefert, auch wenn sich zahlreiche Legenden und Sagen um den Baum ranken. Unter anderem wird behauptet, dass etliche Jahre lang Hexen ihre Zeremonien in der Nähe dieses Baums abhielten. Diese Rituale würden letztendlich dafür sorgen, dass jeder, der den Stamm der Grunston-Eiche berührt, auf alle Zeiten verflucht sei. Da, gefunden. Ich werde auf jeden Fall berichten. Die Grunston-Eiche steht in Epping Forest. Das ist der Ort, der auf Hursts Karte zu sehen ist. Okay, check. Auf Landkarte, auf der Karte der Einladung. Okay, da hinten haben wir die Landkarte. Versuchen wir den Ort mit Hilfe dieser Karte zu finden. Okay, Grunston auch wie scroll ich so. Hier unten. Nee. Doch, da ist er. Da ist er. Verdammt. Ich muss mich beeilen, wenn ich erfahren will, was im Wald vor sich geht. Na dann, hopp, hopp. Vater, dieser Junge, Wiggins, kommt er öfter hier vorbei? Er hilft mir manchmal bei meinen Ermittlungen. Warum fragst du? Ich will mit ihm plaudern. Plaudern? Vater, im Internat gibt es nur Mädchen und die sind alle so unglaublich langweilig. Wiggins hat bestimmt viele spannende Geschichten über sein Leben hier in London auf Lager. Es wäre so romantisch. Oh, Kate, ich kenne dich doch. Du wirst ihn verschrecken. Er wird dann nie wieder hierher kommen. Glaubst du das wirklich? Das gefällt mir. Oh, Kate. Ich lass dich jetzt alleine. Ich würde immer noch gerne wissen, was mit dem Vater ist. Einladung, Karte. George Hurst weiß über das Treffen von Lord Marsh und seinen Freunden in Epping Forest Bescheid. Lord Marsh und seine Freunde sind zu der Stelle im Wald gegangen, die auf der Karte von George Hurst markiert ist, um dort ein Treffen abzuhalten. Okay. Das heißt, wir müssen da jetzt hin. Sind sie raus? Ja. Epping Forest. Oh, okay. Ladebildschirm. Keine Kutschfahrt? Nee? Schade. Oh. Oh mein Gott, ey, ich bin gerade so hart an mich am Konzentrieren. Oh mein Gott, ey. Schön erstmal eine Bärenfalle reingelatscht. Ist das etwa ihr Blut im Schnee? Ach Quatsch. Wer verfolgt mich denn da? Ich würde ja immer noch gerne wissen, wer mich da verfolgt.
Oh. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal nicht geschafft. Nichts gemacht, Coco. Hat gar nichts gemacht. Wo ist er? Dieser Mann ist noch nicht lange tot. Die Leiche ist noch warm. Er war arm. Sucht ihn, Jungs, sucht! Da sind sie ja! Aua. Was ist denn hier los? Ich habe gar keine Ahnung, was hier gerade passiert. Mein Gott, warum? Die Hunde sind heute hungrig. Oh nein. Sumpfgeruch. Wir müssen hier lang. Da lang. Links, 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 links. Ja, komm. Schnell in Deckung. Okay. Da sind sie ja! Was ist denn hier los gerade? Was habe ich denn verpasst? Ja, supi klasse. Arsch. Nein, 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 nein. Oh, Huch. Ich nenne das hier den Sumpf des Todes. Oh mein Gott, nein. Wo ist er? Trifft der mich überhaupt? Da sind sie ja! Oh oh. Der trifft mich halt nicht wirklich, ne? Okay, wir müssen rechts an dem rum. Wo geht's dann eigentlich lang? Ich bin falsch gelaufen, oder? Okay, wir müssen wieder zurück. Oder auch nicht. Wir müssen uns links halten, Chat. Also, wir müssen den linken Weg folgen. Ich nenne das hier den Sumpf des Todes. Aber wenigstens kommt er uns A nicht näher und B erwischt er uns nicht. Oh mein Gott, ey. Ich würde halt immer noch gerne wissen, was hier Phase ist. Kann ich hier rein? Klar. Ich kann immer nur, wenn ich, hallo? Ich komme nicht in die Deckung rein, doch. Ist da hinten hin? Schaffe ich? Okay. Das wird schwer. Ein bisschen links halten. Aua. Oh Mann, ey. Muss ich jetzt... Wir gehen erstmal da hinten zur Deckung und dann gucken wir, wie wir weiterkommen. Keine
Hallo? Ja, ich wollte in Deckung gehen, aber es ging nicht. Da nicht lang, ne? Also hier am besten da zu der also hier lang, da zu der Deckung. Oh Gott. Ich glaube, ich laufe richtig. Ja, ja. Halt, ich bin in Deckung. Okay, und jetzt weiter. Ich folge ihren Spuren. Ja, ja, du mich auch. Kann ich dem eigentlich ausweichen? Hallo, ich wollte in Deckung gehen. Oh mein Gott, das ist Harrington. Mein Gott, das ist Lord Harrington. Weißt du? Der Mann ist an einem Kopfschuss gestorben. Mein Zustand verschlechtert sich rapide. Ich muss mich um meine Wunde kümmern. Okay. Aber wie? Wie mache ich das jetzt? Haben wir hier irgendwelche Blätter? Guck mal, hier sind rote Blätter. Nein. Oder ist eine Hütte? Will ich die Tür irgendwie zumachen? Nee. Der Quartermain Club. Das hier muss Lord Marshs Hütte sein. Das hilft mir mit meiner Wunde. Lass mich raten, der besondere... Da kommt jemand. Ich muss mich verstecken. Wo kann ich mich verstecken? Hallo, ich will hier raus. Ja! Hä? Was? Da kommt jemand. Ich muss mich verstecken. Durchatmen, Lord Marsh. Es ist fast vorbei. Wer sind Sie? George Hurst, erstes Lovett Scots Regiment. Hier, um Sie zu richten. Ein alter Soldat, welch Ironie. Haben wir Sie etwa bei unserem Programm abgelehnt? Ja, denn ein alter, verwundeter Soldat ist nutzlos für Sie. Er kann aber noch gefährlich werden. Wir haben hier oft gejagt, aber ich habe mich selbst nie als Beute gesehen. Ich habe ein tolles Leben. Ohne Einmischung anderer gelebt und werde glücklich sterben. Daher bettle ich nicht um mein Leben, Sie miese Kleine. Sprechen Sie Ihr letztes Gebet. Erstmal ganz kurz, ne? George Hurst hat vor, Lord Marsh zu töten. Er sieht in ihm einen Sündenbock für sein eigenes Versagen. Aber Rache? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Rache ist.
Irgendjemand hat Jagd auf die Bedürftigen und Lords gemacht, die mit dem Sonderausbildungsprogramm zu tun haben. Hurst macht Jagd. Ja gut, das haben wir ja nun schon festgestellt, ne? Es ist ein Psychopath. Boah. Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Psychopath, der es auf die Bedürftigen und Lords abgesehen hat, die mit dem Sonderausbildungsprogramm zu tun haben. Also, halten wir mal fest. Er hat ja auch einen Abschiedsbrief geschrieben, ne? Ich glaube, also dann wird er wahrscheinlich wissen, dass, ist das schwierig. Aber ich glaube nicht, dass, also ich, nee. Also ich glaube nicht, dass er ein Psychopath ist. Ich glaube einfach nur, dass er... Also ja, er jagt die Menschen. Warte mal, ich immer... Information, Hertz wusste Bescheid. Hertz macht Jagd. Aber es gibt ja sonst keine, ne? Aber ist er direkt ein Psychopath? Persönliches Motiv? Oder die Lords machen Jagd. Lord Marsh jagt Menschen. Weil, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Vater von dem kleinen Tom, also, ne, wir hatten das ja, dass er kümmert sich ja liebevoll um seinen Sohn. Und dieses Sonderausbildungsprogramm weiß ich jetzt nicht. Ich würde sagen, dass Lord Marsh die Menschen jagt. Lord Marsh und seine Freunde machen Jagd auf Menschen, die am Sonderausbildungsprogramm teilnehmen. George Hurst will lediglich Rache für die Opfer. Lord Marsh ist ein Mörder, der unter dem Deckmantel der Wohltätigkeit Jagd auf arme Menschen macht. Er gehört hinter Gitter, wo er irgendwann an seiner Tuberkulose sterben wird. Für Lord Marsh besteht keine Hoffnung auf Heilung. Er sollte in Frieden in seinen eigenen vier Wänden sterben dürfen, während er sich bis zum bitteren Ende über seine Taten Gedanken macht. Nein, keine Gnade. Entscheidung bestätigen. Ja. George, runter mit der Waffe. Um Toms Willen. Holmes? Ein beinahe würdiger Gegner. Tom? Mein Tom? Wenn Sie ihm auch nur ein Haar gekrümmt haben, bringe ich Sie um. Glauben Sie mir, Tom ist wohlauf in London bei einem guten Freund. Setzen wir jetzt dem Ganzen ein Ende. Nur zu gerne. Hören Sie, George, wenn Sie Marsh töten, bekommt er, was er will. Und keine angemessene Strafe. Und Sie keine Vergeltung. Er würde in dem Wissen sterben, dass er sein gesamtes Leben lang die absolute Kontrolle hatte. Lebt er aber weiter und wird verhaftet, wird seine Strafe viel schlimmer ausfallen als das, was Sie oder ich ihm antun könnten. Die Tuberkulose wird dann den Rest seines Lebens beherrschen. Sie wird ihn hinter Gittern langsam und schmerzvoll in den Tod treiben. Sie sind beide wahnsinnig. Lassen Sie uns zu Tom gehen. Noch nicht. Lord Marsh, Sie werden hier sterben. Aber nicht durch eine Kugel. Sie werden langsam sterben. Tun Sie das nicht, George. Sehen Sie sich das hier an. So wurden Sie also krank, Lord Marsh. Beim Enthaupten Ihrer tuberkulosekranken Opfer steckten Sie sich an.
Das nenne ich ausgleichende Gerechtigkeit. Holmes, Sie verstehen nicht, warum wir so vielen halfen und einige wenige opferten. Aber lassen Sie mich nicht so sterben. Töten Sie mich! Mr. Hurst, Sie haben bereits Lord Harrington und, so hoffe ich, Lord Collins und Dr. Fisher brutal zur Strecke gebracht. Angesichts dessen können Sie nun auch Lord Marsh umbringen und dem Quartermain Club ein für alle Mal ein Ende machen. Hui. Voll das süße Lächeln der Dude, oder? Lord Marsh hat sich als kaltblütiger Mörder entpuppt, für den das Leben armer Menschen nicht mehr Wert hatte als seine eigene perverse Freude an der Jagd nach ihnen. Er war der Meinung, dass es ihm obliegen würde, zu entscheiden, wer leben darf und wer sterben muss. Er verdient sein Schicksal.